Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Survival Fountain of Youth. Wir waren letztes Mal beim Berg oben, haben uns die ganze Ropes, was man braucht, zusammengesucht, beziehungsweise die Mats dafür. Und jetzt beginnen wir gleich ohne viel Umschweife. Wir werden gleich mal das Raft bauen. Wir stellen das einfach mal direkt jetzt da rein. Wir werden da jetzt gar nicht lang warten, wir hauen das jetzt rein und geben einfach mal Gas, weil das müsste im Endeffekt ja dann so funktionieren. So, ich brauche noch ein Steck, zwei Rope, fünf solche. Ein Stock haben wir, wir haben das alles, ja. Wir cutten jetzt hier. Baum. Nehmen das, tragen es mal hin. Das Common Log. Ich habe übrigens ur viele Ressourcen im Spiel jetzt gefunden, wo ich nicht mal weiß oder wüsste, dass ich die brauche. Zeigt aber im Prinzip so viel wie halt, dass das Spiel dann im Endeffekt noch wesentlich mehr Sachen für uns parat haben wird. So. Zwei. So, mache ich ein Stecken, zwei Seile und fünf solche Dinger. Ja, noch Platz im Inventar. So. Das sind jetzt kaputt. So. Rope. Inventar ist voll. Ich vergesse immer, dass hier offen ist. Rope, Rope. So, dann einmal. Fehlen uns genau einmal anstecken. Dann können wir schon losdüsen. Ich weiß noch nicht, was wir alles mitnehmen, was nicht, weil irgendwie. Wir haben ja einiges an Sachen, aber wir können ja nicht wirklich. Ja, schlafen wir so lang. So. Also, was werden wir jetzt mitnehmen? Was brauchen wir? Keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall das mitnehmen. Wir werden den. Den da. Repairen. Und mal rausschmeißen. Und anlegen. So, und wenn wir den da mitnehmen, das wird nicht mehr gehen jetzt. Doch, geht sogar. Den werden wir auch repairen, den werden wir auch wieder anlegen. So, jetzt sind wir mal wieder ein bisschen halbwegs benannt. Das brauchen wir. Die Kokosnuss, was, ich weiß nicht, was der Rest da hier gut sein ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nur, wir nehmen die mit. Und wir werden da jetzt auch gar nicht viel überlegen und umtun. Wir fahren einfach. Fahren wir. Was soll schon viel schief gehen? Das kann ich mal wieder craften. Das kann ich mir eigentlich auch schnell craften. Das heißt, wir nehmen das mit. Weiß man, was wir brauchen. So, diesmal. Oh, da war ja was. Max-Gewicht und so. Noch immer nicht bewegen, scheiße. Die sind so schwer. Oh. Dann, taran, 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 taran. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Boot fahren geht.
Wie jetzt? Sechs Mal am Ende war das so. Scheiße. Kann ich das jetzt nicht machen, weil ich... Weil was? Im Wasser schwimmen. Ja, das... Ist aber nun mal jetzt so. Wie soll ich das jetzt so... Hier wird sie mich verarschen. Hätte ich das jetzt näher herbeibauen müssen, oder wie? Wie jetzt? Braucht auch Stunden zum Bilden oder was? Ja, wenn ich jetzt schlafen gehe da. Scheißen. Das ist jetzt wirklich zum Scheißen. Jetzt habe ich das Ganze da reingestopft und das war es eigentlich für ein Arsch. Weil ich da jetzt nicht rankomme. Kann ich mal die Mats wieder rausholen, da wäre ich das Nager. Ja, fatal Dehydration ist mir eigentlich auch wurscht, weil es mir eh schon egal ist. Das nervt mich. Also das ist jetzt wirklich, wirklich nervend. Also nur weil ich nicht da ran kann im Stehen, so kann ich es jetzt nicht bauen, oder was? Dich. Vor allem, weil er das ja auch wer sagt, ne? Okay. Ich könnte mich auch einfach umbringen. Ah, ich könnte mich wirklich umbringen für den Scheiß da gerade. Jetzt hoffe ich, dass die Demo dann bald endet, weil. Das Spiel ist keine Frage, können wir gern zocken, wenn es rauskommt, aber. Kann ich mich da killen irgendwie? Naja, manchmal kann man es ja doch wie gerufen. So viele brauche ich auch nicht.
Erledigt. Noch irgendwas, das ich trinken kann? Nö. Nö. So, gehen wir nochmal das gleiche Spielchen noch einmal. Hat man den Tree? Das ist jetzt wirklich schon ein Überlebenskampf oder Krampf eher. Fünfmal fahren, zweimal Ding. Und dann bin ich aber schon weg auch. Vier. Hier. Repair. Los geht's. Cool, ich kann auf meinem Raft schlafen. Das viel? Kann ich so einen Container mitnehmen? Warte mal. Lass uns mal kurz das. Wäre natürlich cool, wenn das geht. Set sail on the vessel. Ich sehe irgendwo noch. Ja, das ist jetzt cool, wenn ich da was draufstellen könnte. Ein Bett habe ich ja. Nix geht. Improved Raft. Oh, kann ich das upgrade? Oh, ich brauche nur zwei zu stecken. Einstecken. Ich hoffe, den habe ich jetzt noch wirklich. Nein, jetzt habe ich diesen dämlichen Stecken wirklich nicht.
Ich dreh durch. Aber ja, confirmed. Die wachsen, na. Sind so lästig. Und jetzt bevor wir viel Zween haben, Zween kam, set sail. Hey. Das ist schon mein upgradedes Raft. Voilà. Jetzt macht zwar das Spiel schon schwer. Jetzt wird es wirklich mit allen Mitteln probieren, irgendwie, dass ich da anscheinend nicht irgendwie wegkomme. Aber wirklich mit allem, was geht. New Blueprint, was haben wir jetzt schon wieder gekriegt? Nichts mehr. Solid Craft Split Lock, da brauche ich wahrscheinlich nicht gut. Wurscht jetzt. Wer? Das alles jetzt darüber. Dann rudert mal. Können wir noch was holen? Holen wir noch ein bisschen was jetzt und dann düsen wir ab. Aber das war's dann. Wirklich. Ist toll. Nehmen. Bin ich jetzt schon viel schwer, aber. So, jetzt. Das ist mein Heidenaufwand, das Ganze da wirklich. Also baut auf jeden Fall das Raft, die Raft-Schablone, das Blueprint weit genug am Strand dabei auf. Sonst kommt das Spiel, wenn es dann fertig ist, mit allem mit Stahlkappen und tritt euch in die Eier. Was rüber. Fishing. Ich habe kein Fishing Rod. Ich weiß noch immer nicht. Ja, bitte, ich klicke das alles an, das glücklich. Gott, na. Oh, ein Lockhart. Oh je, da gibt es aber.
das so wie ein Firepot? Tannery. Chemie. Ja, das Spiel legt ordentlich los. Aber trotzdem fehlt mir das. Und ohne dem kann ich mal nicht angeln. Das ist schon mal fix. So, so was machen wir da jetzt? Navigate nach F. Ich würde das jetzt nicht Set Sail nennen, sondern eher so Geistermotorboot. Food and Water? Ach genau, das habe ich nicht. Naja, wurscht. Ja gut, wir könnten ja da am Rand entlang fahren und noch ein paar Dinge einsammeln. Na, die Durability zählt aber auch sekündlich runter bald. So. Ich würde mal kurz einparken. Und noch was zum Trinken. Und da hinten ist die Insel. Wenn ich ein paar Kokosnüsse hätte, würde ich da sofort losfahren. Aber ich habe die ja alle mitgenommen. Aber oh, das mit dem Raft, verschiedene Inseln und da hochstecken und dann andere, das schreit nach Multiplayer, das Spiel. Ehrlich, das schreit förmlich, ich hör's schon. Jeder fängt auf einer Insel an. Man sieht eh gegen die normalen Gegner, ein bisschen leichter muss man es dann machen, damit es nicht so lang dauert alles. Maximale Anstrengung gegen die normalen Viecher und dann kommt irgendwann noch einer daher gesailt und geht da am Sack. Hört sich gut an. Nutzlos, ihr Viecher. Völlig nutzlos. Brauche ich da wieder einen Stonecutter? Alter, ihr seht wirklich, das von einem ins andere. Jetzt kommt das Viech wieder daher. Ich weiß noch, da oben waren ja das. Ich glaube, ich bin zufällig gerade da vorbeikommen.
Da. Jetzt aber. Gib mir das. So, einmal, zweimal, dreimal, wir sind voll. Ist das technisch auch? So, mir geht die Energie aus. Alter, warum? Ja, der schlaft gleich ein. Ich würde aber wirklich gerne auf meinem Boot im Bettchen einschlafen. Dann passt, wir sind voll. Essen, trinken, dann haben wir die Life wieder voll, das Ding voll, dann wrestelt mal los. Wir haben sogar Sachen mit, die wir brauchen. Ist mein Ding. Da bin ich noch nicht weit genug. Ich hoffe nicht, dass es weg ist. Was mich in dem Spiel wirklich, wirklich gefällt, ist die Weitsicht. Also man sieht eigentlich wirklich die Bäume, man sieht urweit. So, wir sind hier. Nacht. So, da sailen wir jetzt noch hin. Ich denke, dann ist die Demo auch aus. Leider muss man die W-Taste gedrückt halten. Geht leider nicht von alleine, aber da vorne, wie gesagt, das ist da vorne mein Captain. Tschüss, Insel. Wir waren auf den großen Bergen, waren da rundum überall. Haben auch. Ich habe so ein Gefühl, dass es gleich regnet. Kann das sein, dass das U-Wert weg ist? Zehn Damage pro Hit, 11 Damage. Wo kriegt denn der immer den Damage her?
Und die Wellen? Oder ist in der, oder weil da manchmal ist, weiß ich, ist unter mir vielleicht Felsen, weil die Wellen dürfen den Raft jetzt eigentlich nicht so zusetzen. Meiner Meinung nach. Es ist aber schon ein bisschen eine zahre Geschichte jetzt, oder? Das mit dem Damage war, glaube ich, wirklich unten. Weil darunter irgendwie das Wasser sehr seicht war. Aber gespannt bin ich schon, was da vorne kommt. Aber das Spiel full released und ein bisschen das Inventar überarbeitet und ich meine, das ist mir schon wichtig. Also, wenn es das Inventarsystem da ein bisschen überarbeiten, das hat zumindest mal wenigstens mehr Platz und mal Eck oder mehr Rezepte für, dass du am Anfang Arsch ist und nachher eh viel mehr und dass du die Ressourcen häufiger findest. Absolutes Top-Game. Kann ich nichts sagen. Aber wenn ich da schon ganze Insel abbrenne für diese Blätter, dass ich meinen Hut reparieren kann. Und da wirklich an die ganze Insel abgerannt bin dafür. Also das ist schon sehr, sehr bitter. Das sind Ausrüstungsgegenstände, die grindigsten, die man kriegen kann. Aus Blättern. Und man kriegt auf der ganzen Insel die Blätter nicht. Ja. Das sind so Faktoren, die sind. Man könnte es nicht Game-Breaking bezeichnen. Sagen einfach, ja, nein, das ist eine Kleinigkeit. Ja, das ist eine Kleinigkeit, das stimmt schon. Aber die Kleinigkeit hat ein Problem. Das heißt, die Kleinigkeit hat ein Problem. Die Kleinigkeit hat nämlich das Problem, dass es dir jede Sekunde auf den Sack geht. Hoppla. 33, 13. Sollte ich untergehen, merke ich gleich an, werde ich das jetzt nicht nochmal machen. Dann wird die Demo ist dann vorbei. Für mich, weil wir kennen, wir haben gesehen, was geht, wir haben das so probiert, ich habe mich geärgert, ich habe mich gefreut, ich war alles dabei. Und jetzt ist dann aber auch genug, weil Dinkum wartet, inklusive dem Katzenspiel, aber das Katzenspiel werde ich glaube ich lassen, das. Ich glaube, das ist aber langwierig und es fällt einfach nicht in meine. Ja. Es fällt einfach irgendwie nicht in meine Survival-Ding, sagen wir so. Bin gespannt, wo ich jetzt hinkomme. Irgendwie hat es gibt noch einige Sachen, die ich nicht crafted habe, ja, okay, aber irgendwie hat die Demo irrsinnig viel. Time, Global Map. Time passes fast on the Global Map. All of your needs, such as food, water, energy, drain faster to pay attention to them closely. While traveling on the world map, your ship loses durability. If durability is complete, lost, the ship frag will occur and you will be thrown to one of the nearest islands. The vessel can be repaired at any time while sailing from the deck. You can anchor anywhere and go to deck on the ship for rest, craft, repairing. Map objects, dreams, carry the ship. Shallows, slow and damage the ship, rock, block the way, fishing spot. Kann es sein, dass ich jetzt verreckt habe? Go on deck.
Meine, auch cool gemacht, kann man auch nichts sagen. Solange sich das jetzt ausgeht, sonst ist es cool gemacht, sonst nicht. Schlaf, Kindlein, schlaf. Wo ist denn ein Übersichtsscreen? Ja. Da will ich jetzt her. Mach was. Dann. So. Anscheinend bin ich ja richtig. Das ist doch perfekt für den Multiplayer, dass man auf einer Insel zahlt und dann den Typen überfallen. Zuerst, wie gesagt, muss man vorher ordentlich selbst hier mal herrichten alles und craften und finden und tun und machen und lassen und. Ah, ich finde das cool. Okay. Oh, ist wieder so ein Flugteil. Mein Ding noch gut, ja. Ich würde mal sagen, wir bremsen mal, schauen sie mal um. Wenn auf so einer Insel sowas rumliegt, dann brauche ich das sicher. Waren das in Kisten oder was? Oder war? Wasch. Jetzt habe ich ernsthaft. Mein Hauptproblem gerade ist, so cool. Das ist für das eine ja schon mal so cool. Mein Problem ist hier was anderes. Bald keine Waffe mehr haben werde, wenn ich so weitermache. Haha! Wurscht. Weiter. Sehe ich schon, was drin ist.
Ja, ich schätze mal, der ist angekommen. Jetzt wäre cool, so ein Typ, der sagt, ja, und die Demo ist jetzt zu Ende und normalerweise sieht es so nett aus und wir sehen uns in der Vollversion. Was kommt jetzt? My name is Blaskori bei irgendwas. I am a cannoneer on the expedition led by Hippolyte de Leon. Our ship, a caravel named the Santa Maria, was shipwrecked and thrown onto the rocks located 2 days west. Me and our cook Pedro left to scout the surroundings and, if possible, find an island more suitable to live. Survivors of the wrecked Santa Maria are continuously firing cannons, but as a signal. But I'm afraid that the only remaining cannon will not last for very long. Our lifeboat crashed on underwater reefs near the rocks, and we have to swim here. We reached the cave. Pedro slipped on the wet rocks and broke his leg. We have run out of supplies and we are starving. Also verhungern gerade die Armen. We will now leave Pedro in the cave down below and will go up. Maybe I can catch one of those birds cycling around up there, or at least find their eggs. If Pedro and I don't make it and die here, please pray for us. And take care of your bodies. Und falls du es nicht schaffst, soll man für ihn beten. Und der Pedro hat sich in den Haxen gebrochen. Read this. So. Oh. Wie lange ist es her, dass das Schiff schiffbrüchig war? Eine Menschenseele wäre schon nett gewesen. Eine einzige Menschenseele, die sagt, okay, jetzt machen wir das gemeinsam, denn Ende. Aus welchem Grund gibt es da so viele Kisten, wo immer diese kleinen Stöckchen drin sind? Ist aber auch ein komischer Felsen, so wie der Bord ist. Ist das ein Naturphänomen oder das hat irgendwie gemacht? Irgendwie bin ich aber voll schon so in der Endzeitstimmung, also es ist Demo-Ende-Stimmung gerade, weil es wirkt jetzt schon so, wie wenn es langsam zu Ende geht. Mit einem wunderschönen Ausblick oben, das wäre egal. Das wäre aber cool. Vergesst nicht mal, dass ich diese Fähigkeit habe. Eigentlich ist das Spiel realistisch gemacht und dann habe ich so eine Fähigkeit. Idiot. Alter! Ach Mensch! Und war der Pedro.
Das sind der andere Typ. This is the cannoneer from the crashed Santa Maria. Left without a boat on this rock, he was dying of hunger. Up on top, he found a nest and tried to grab some eggs, but the cannoneer underestimated the danger of these birds, the harpies. And the harpies pecked him to death. Maybe somebody else survived on Santa Maria. I should go to the crash site. Improved Ship Repair Kit. Find the Santa Maria was wrecked miles west of where I found the remains of the sailor. 35 Meilen westlich von da, wo ich jetzt bin. Ich dachte, ich müsste es vorbei. Doch nicht. Aber ich sehe nichts. Ich denke mir, jetzt ist es auch nicht gerade mehr als ich. Aber ich muss mich auch noch konzentrieren, wo ich hingehe. Bin ich jetzt bald da unten bei dem Pedro? Tschüss, Pedro. That's it. Ist nicht nur so. Ja, mach. 35 Meilen West. Seh hier, wo sind wir? Los! Tararan, tararan, tan, tan. Kannst du nicht einfach weiter... Selber schlafen gehen geht das nicht. Danke. E und Zell kommt übrigens daher. Darauf. Das ist gerade nur geschießen. Gefunden! Ist auch aus. Ja, mein Problem ist, dass ich das nicht mehr hinbringe. Ich habe nichts mehr. Andererseits, ich bin ja hier gestorben.
Ja, dann kann ich ja theoretisch, wenn ich da sterbe, da wieder spawnen, oder? Täusche ich mich hier jetzt da irgendwie? Okay. Ach, kannst du nicht einfach sterben? Je, wo du wieder kommst. Danke. Naja. So gesehen läuft's ja, ne? Gefunden. So, Captains Kabine. Das ist ja wirklich witzig, jetzt ist schon. Jetzt wird schon ein bisschen über drüber das Spiel. Es kann ja was. Es ist ja überhaupt nicht so, dass das Spiel nicht gut ist. Das Problem an der Sache ist ja nur damit, dass überhaupt da irgendwie das Inventar. Das absolute Inventar und das wenige. Richtet das Inventar und gibt es ein bisschen mehr, nur mehr Loot raus, dass man sich ein bisschen mehr frei fühlt und spielen kann, und das ist ein Bomben-Game. Ich habe eh nichts mehr. Ich kann eh. Kann eh nichts mehr machen. Das zum Reparieren. Auch nicht mehr. Sind überall nur die Items drin. Immer die gleichen, also dieses Stöckchen. Kreativer sein können, meine Freunde. Ja, mein Schiff! Theoretisch hätte ich ja hier sogar noch ein Boot. Iron Rod, also. Ah doch. Da gibt es überall ein paar Sachen. Les einfach. Dem kann ich jetzt nichts machen.
Lass mich mal raten. Brauche ich da jetzt wieder dieses. Wo ich. Geht es um euch, dass Nacht ist, aber ich kann jetzt nicht da schlafen. Problem ist, dass das nämlich. Meine ganzen Stats gehen alle runter. Mal, haben wir das mal kurz raus. Craften mal so ein Knight-Teil. So ein Firestarter eigentlich. Endlich, ich check ab, ich sehe gar nichts mehr. Ja, aber du kannst sicher sein, dass ich das nicht weg habe. Ganz sicher sogar. Oh, ich fahre diesen blöden Stein weg. Ich habe nicht das Ding. Flint. Ja. Aha, noch ein paar Sachen, aber das lese ich jetzt. Das lese, sorry, aber das lese ich jetzt nicht. Cannonball habe ich jetzt auch. Ist das zufällig dieses Notsignal-Schießen, was der da vorher gemeint hat? Gunpowder Pack. Na Gott sei Dank liegt da oben eine Cannon rum. Bumm? Macht's da jetzt Bumm? Ah, kurz asleep. Schon wieder voll. Warum ist das immer voll? Naja.
geht schon wesentlich weh. Also für eine Demo absolut riesengroß. Da war ich ja. Investigate. Santa Maria and his mate are killed. It looks like the killer took them by surprise. But who could have done such a thing? And most importantly, why? The dying captain tried to write a note, but managed to leave only two words. Crocodile Island. Maybe I will find other survivors there. Crocodile Island, während du uns hier, the demo storyline is complete. Thank you for playing. You can keep exploring available content in Sandbox Mode. Don't forget to wishlist the game and leave your feedback. Passt! Ja, das habe ich nämlich letztens gelesen, dass die, Leute. Wenn ich jetzt im Sandbox-Modus rumrenne, kann man dann bitte wer wenigstens Essen trinken geben, weil das ist ja, das wird ein wenig viel. Na gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben die Demo. Weil auf Steam ist gestanden, dass sie gerade neu, haben sie gerade Fotos veröffentlicht, also Fotos, Screenshots veröffentlicht von Crocodile Island, was sie gerade machen. Und das schaut auch gut aus. Da werden schon ein paar schöne Sachen dabei rumkommen. Aber wir werden das jetzt lassen. Wir bleiben so, wir verbleiben so und werden im Endeffekt hier enden. Also wenn das Spiel erscheint oder das Demo ein Update kriegt oder das Spiel erscheint, können wir sich gerne wieder das anschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Wie gesagt, ich urteile immer ehrlich, ich will auch nicht lügen. Ich bin schon ein paar Mal kurz vorm Ausrasten gewesen, eben wegen diesem Inventar und wegen dem ganzen Schaß hier. Aber das ist ja alles jetzt eine Demo, das könnte ja dann wieder ganz anders sein. Und von daher will ich es jetzt nicht allzu überbewerten. Wenn es so bleibt, hätte ich schon ein Problem damit, also mit der Zeit, dann muss ich zugeben. Gut. Leute, das war's. Wir sehen uns, ich würde sagen, im nächsten Part, aber in Tinkum oder was immer mir einfällt zu spielen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abo, Like, Comment nicht vergessen. Schaut dem Video ein bisschen Love, es freut sich drüber. Bis dann und ciao.